So, guten Tag. Ja, wie der Name sagt, Soundblaster, Kreativ, X-Fi, irgendwas mit der Bezeichnung SB077X. In meinem Fall die SB077.0. Ist die X-Fi Extreme Music. Und der Windows 10 Version 2004 installiert am, ja, ist klar, ist egal, ist egal. Windows Future Experience Pack, was auch immer das jetzt wieder heißen soll, aber die Version 2004. Wie kriege ich die zum Laufen? Es gibt so viele Berichte im Internet, dass die Soundkarte nicht unter Windows 10 richtig läuft. Und ja, das kann ich bestätigen, sie läuft unter Windows 10. Nicht richtig, man muss schon einige Tricks anwenden, dass sie läuft. Und ich habe den Trick rausgefunden, wie sie läuft. Es gibt Treiber, die sollen funktionieren. Das ist zum Beispiel auf dieser Seite, verlinke ich euch, der X-Fi Series Support Pack 5. Das ist der gleiche, wie ihn Ship anbietet. Support Pack inoffiziell, Version 4.0. Ist der gleiche, nur ein bisschen älter. Stammt auch von hier. Weiß nicht, ob das so gewollt ist oder nicht. Mag ich mir kein Urteil drüber erlauben. Aber ich brauche den Treiber, nicht den Treiber, sondern die Software von hier. Ihr könnt gerne versuchen, den Treiber zu installieren. Da kann man hier unten downloaden. Da unten. X-File Support Pack 5.0 Exe. Und versuchen, den zu installieren. Bei mir hat das leider nicht funktioniert. Ich habe einen Blue Screen gekriegt bei Windows 10. So. Problem ist, wenn ich das nämlich damit versuche zu installieren oder Windows 10 seinen Update-Treiber da irgendwo nimmt, habe ich zwar Kreativ Sound Blaster oder SBX-Fi stehen, aber entweder habe ich keinen Lautsprecherausgang, dann geht hier gar nichts, dann habe ich keinen Ton draus. Oder ich habe keinen Mikrofoneingang oder irgendwas anderes haut nicht hin. Den könnte ich eigentlich theoretisch mal deaktivieren. Weil das ist halt das Problem, es geht nicht. Auch wenn er diesen Treiber hier von der Seite installiert hat, ist es genau dasselbe. Dass das nicht funktioniert. Ich brauche aber von der Seite, weil nur die funktionieren, die Programme, die hier stehen. Der Treiber, der funktioniert und mit ein bisschen Tricksen funktioniert, stammt direkt von Kreativ. Das ist der hier. Die Supportzeit ist halt abgelaufen, der wird nicht mehr supportet. Die ist halt älter, ist eine PCI-Grafik-Soundkarte. Es gibt neuere, ja, aber warum soll ich die Soundkarte wegschmeißen? Sie funktioniert wunderbar. Ich habe einen PCI-Express drauf, PCI-Steckplatz auf dem Board. Sie funktioniert wunderbar. Ich bin sowas von super glücklich mit dem Ding. Und da brauche ich den Treiber, den SBXFPC311230012. Den brauche ich. Und da brauche ich nur den Treiber draus, nicht die Software. Also, wie gesagt, hiervon den Treiber und hiervon die Software. Wie kriegen wir jetzt hier den Treiber und die Software zusammen? Brauchen wir gar nicht großartig machen. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ist eigentlich ganz einfach. Ich habe hier halt gedownloadet. Ich habe auch die anderen noch gedownloadet. Ist egal. Den habe ich gedownloadet. Den habe ich Self-Installation. Ja, fängt er an zu extrahieren. Das ist der von der Soundblaster-Seite. Dann will er den Install machen und findet kein unterstütztes Produkt und installiert mir so gesehen keine Software und auch nicht den Treiber. Darum habe ich dann, weil ich gerne WinRAR benutze, WinRAR könnt ihr kostenfrei downloaden, habe ich mit WinRAR diese Datei halt geöffnet und sehe dann, was in dem ganzen Pack drin ist. Und das habe ich mir extrahiert. Also hier entpacken nach. Habe ich dann hier Soundblaster Driver L2 im Ordner. Und da brauche ich nur den Ordner Driver.
oder Drivers. Da ist ein Setup drin. Dieses Setup mache ich auf Eigenschaften, Kompatibilität auf Windows 8 gestellt. Sicher, sicher. Windows 8 wird auf alle Fälle noch unterstützt. Windows 10 ist auch eine Sache. Dann einfach Setup ausgeführt. Und habe dann einfach Driver-Installation gesagt, WDM-Driver. Override Exciting oder Existing Shared Creative Audio Driver Files auch. OK gedrückt. Nachdem er fertig war, dauert ungefähr eine Minute, knapp. Hat er denn, war fertig, Neustart gemacht und die Soundkarte war, ne, da nicht. Die Soundkarte war so gesehen so weit wie hier jetzt drinne mit den Ein- und Ausgängen, die sie alle hat. So, dann brauche ich aber noch die Software und die Software, das ist die hier. Und zwar der Konsolenstarter zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon erzählt habe. Ich mache das Video jetzt schon zum zigsten Mal neu, weil immer wieder gestört werde. Wo ich dann zum Beispiel erweiterte Einstellungen links, rechts unterschiedlich stellen kann. Bass-Einstellungen habe ich hier bei mir auf 50 Hertz alles gekappt. Ab unter 50 Hertz alles ist weg. Und so weiter und so weiter. Da kann ich dann noch mehr einstellen. Wichtig war aber Anschluss, ob ich einen Mikrofoneingang habe, so wie jetzt. Oder wenn ich einen Line-In-Eingang brauche, dass ich das umschalten kann. Das ist wichtig. Und dass ich den digitalen Ein- und Ausgang einstellen kann. Zum Beispiel Bitabgleich. Es gibt noch hier halt die auf 96 kHz Stellen. Und so weiter. Das brauchte ich. Das ging nämlich vorher nicht. So, dann haben wir den Treiber hier installiert. Nun brauchen wir halt die Software noch. Und die Software haben wir uns ja dann gedownloadet. Ach, das war verkehrt. Von hier Daniel K. bla bla bla. Ich habe diesen, das ist glaube ich auch, ich weiß jetzt nicht genau, ob der das genauso macht wie der andere, aber ich habe dann glaube ich auch mit, wie eben gezeigt, hier mit WinRAR öffnen gemacht. Entpackt ist dann hier drei Ordner Audio, CT Engine und CT Share. Unter Audio ist dann die Software, da ist auch nochmal Drivers. Habe ich dann halt nicht genommen und habe hier unter Setup einfach das Setup ausgeführt. Das sieht jetzt bei mir ein bisschen anders aus. Zuvor, ihr habt andere Einstellungsmöglichkeiten beim ersten Mal. Da steht irgendwas mit Benutzer definiert oder sowas. Ich muss jetzt immer so machen. Dann kommt dieses Fenster. Das sollte kommen. Das ist wichtig. Dann ist hier unten noch ein Punkt mit Audiotreiber. Da macht ihr den Haken raus, dass er nicht den Audiotreiber installiert, weil der funktioniert nicht. Der funktioniert bei mir nicht. Ich konnte es nicht benutzen. Und könnt euch dann auswählen, was ihr haben wollt. Ob ihr das hier haben wollt, ich habe das jetzt erstmal alles installiert bei mir. Den hier wollt, das wollt, das wollt, das wollt, das wollt, das wollt und das. Ob ihr das alles wollt. Und dann installiert ihr das mit weiter und so weiter. Ich mache jetzt hier abbrechen. Startet nochmal neu und ihr könnt wieder eure Soundkarte benutzen. Das war eigentlich der ganze Trick dabei. Ich habe hier echt, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Ich komme schon durcheinander mit den ganzen Videos. Wirklich das Problem nach Windows Setup, nachdem er sich dann im Internet aktiviert hat, fing er an mit den Treiber-Updates und dann haut er von Windows irgendwas von Microsoft einen Treiber hier drauf und die Soundkarte haut nicht hin. Man kann hier das auch irgendwie einstellen, dass er das nicht automatisch macht. Hier Treiberanbieter kreativ, man kann das irgendwo einstellen, dass er das nicht macht. Dass er den automatisch macht. Das hat er bei mir, hat er ja nicht hingehauen. Die anderen haben auch nicht hingehauen. Wie gesagt, da hatte ich dann hier teilweise nichts von dem ganzen Kram. Ich hatte keinen Tonausgang oder keinen Mikrofoneingang.
konnte nichts einstellen. Digital hatte ich zwar irgendwas, aber weiß nicht, auf was das gestellt ist, konnte ich auch nicht einstellen, hatte keine Einstellmöglichkeiten und zum Beispiel Soundeinstellungen. Da gibt es ja hier Geräteeigenschaften, Lautsprecher, Raumklang. Wer braucht denn Raumklang? Sonic für Balance, zusätzliche Geräteeigenschaften. Da kann ich dann eben Bass, Höhen, Pegel und so weiter. Das kann ich alles einstellen noch. Dies hatte ich alles nicht gehabt. Ich hatte nur rein Lautstärke rein und raus. Das war's. Mehr ging nicht. Und oder auch gar nicht. Hatte ich gar nicht gehabt. Da hatte ich nur meine interne Soundkarte, die jetzt nicht installiert ist. Aber in dem Sinne auch funktioniert so gesehen. Würde ich auch noch mal machen. Brauche ich auch noch mal für einige Sachen. Die Onboard. Ja, da ging das nicht. Diese Software dazu ging erst recht nicht. Ist klar, wenn der Treiber nicht richtig hinhaut. Und hatte dann das hier über dieses Menü Eigenschaften das hingekriegt, dass ich ihm wieder sagen konnte, benutze den Treiber, den er beim Windows Set abgenommen hat, zum Einrichten, weil dann kommt ja Cortana, sabbelt einen voll mit paar Minuten dies, das und jenes. Und wenn Sie mich deaktivieren wollen, klicken Sie hier und da und hast du nicht gesehen. Weiß ich jetzt nicht, ob ihr das wisst. Da funktionierte die Soundkarte, aber nachdem mit Internet verbunden war, sich aktiviert hat und, war dann weg. Und wie gesagt, ich habe mir lange gesucht und ich habe jetzt mit einem Trick rausgefunden, wie es geht. Den habe ich euch gerade gezeigt. Der Treiber ist direkt von der Kreativ-Sound-Blaster-Seite hier. Kreativseite, wo die herkommt, ist zwar eine alte Soundkarte, aber eben eine gute Soundkarte. Ich bin mit der völlig zufrieden. Ich habe sie damals schon mal gehabt, vor meinem Wohnungsbrand. Ich bin mit der 100% zufrieden. Ich habe mit dem Mikrofon nicht ein bisschen Probleme in den Eingängen. Auch Analog-Eingang, wenn ich da was anschließe. Ich habe kein Brummen, Rauschen, irgendwelche Störgeräusche drauf, was ich mit anderen Soundkarten ständig hatte. Da konnte ich machen, was ich wollte, ob ich die Kabelschirme mit dreifach, vierfach, fünffach, siebenfach, zwölffach, zigtausend Erdungen dranhängen und. Ich hatte immer irgendwelche Störungen auf der Leitung. Das habe ich mit der Soundkarte nicht. Warum soll ich die wegschmeißen, wenn sie funktioniert und ich sie benutzen kann? Auch wenn sie alt ist. Sie funktioniert unter Windows 10, sie funktioniert wieder so wie sie soll, mit dem Trick halt, Treiber hiervon, und zwar nur den Treiber, nicht die Software will er nicht, und von hier die Software. Wenn bei euch der Treiber mit funktioniert von der hier, habt ihr Glück, wenn nicht, so wie bei mir, macht es so wie ich es gezeigt habe, dann funktioniert es. Auch für den mein Sofa, der sich das Video jetzt auch anschaut und darum gebeten hat, dass ich dieses Video mache, weiß jetzt so ungefähr, wie das funktioniert. Das ist relativ einfach. Ich verlinke die Seite hier, wo ihr das findet. Ich verlinke die Seite hier unter dem Video und habe halt eben gezeigt, relativ einfach mit WinRAR den Dings öffnen, den ihr gedownloadet habt bei Kreativ. Entpacken, nur den Treiber, nicht Treiber, ja, Treiber installieren und den anderen hier von Daniel K, wie auch immer, glaube ich auch genauso. Ich weiß nicht, wie er denn heißt. Ich habe den jetzt hier nicht drin. Ich kann mal gucken. Ja, ich habe ihn noch gefunden. Hier ist das, ist er UX-File Support Pack. Ist ein selbst extrahierendes Programm. Desktop 902. Blub, würde er das dann machen? Entpacken. Brauchen wir gar nicht mit WinRAR öffnen. Da stehen dann die Sachen drin, hier Audio, CT, CTS, Root brauche ich nicht, Setup Exe auch nicht, funktioniert bei mir halt alles nicht. Wie gesagt, ich habe da einfach unter Audio den Setup genommen. Hatte ich den auch? Ne, da brauchte ich keine Kompatibilität. Nur wichtig ist bei dem Treiber von der Kreativseite, wenn man nur den Treiber installiert, also den hier bei Setup, hat nur bei mir so hingehauen, Kompatibilität Windows 8 oder Windows 7. Dann funktioniert es. Ganz einfach. Auf die Idee muss man erstmal kommen, dass das so hinhaut.
Ich habe hier echt rumgespielt. Es hat Stunde, anderthalb Stunden gedauert, dann hatte ich das wieder so weit, dass es funktioniert und ich bin glücklich. Kann das jetzt wieder so benutzen, wie ich will. Ich bin dann sonst immer zu Windows 7 gegangen, weil unter Windows 7 die Soundkarte genauso funktioniert, wie sie funktionieren soll mit den Treibern, auch mit dem hier der Systemsteuerung, Audiosystemsteuerung, wo ich das auch noch mal einstellen kann, Flexi-Jack und SPDIF und Bitabgleich und Kopfhörererkennung und hast du nicht gesehen, oder halt das andere Ding hier. Den hier, den Konsolenstarter, wo ich dann auch den Modus ändern kann und so weiter. Das funktioniert unter Windows 7 von Anfang an gleich. Bei Windows 10 so ein Hickhack, dass es hinhaut. Gut, hoffe, das Video ist jetzt nicht zu lang geworden und ihr konntet jetzt was damit anfangen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.